War es nicht Mark Twain, der gesagt hat, alle reden vom Wetter, aber keiner kann irgendwas dagegen tun? Das mag für seine Zeit zugetroffen haben, aber mit den heutigen Wettersatelliten, dreidimensionalen Diagrammen und Computeranalysen ist das Wetter nicht nur vorhersehbar, sondern auch profitabel geworden. Servus, ihr Piefke, Bibins, D.E. Kaili, die Dorf, auch mal eine Geschichte erzählen, die ihr sicher noch nie gehört habt. Da werdet ihr euch echt fragen, ob das Fiktion oder Wahrheit ist. Freu mich schon. Du kommst mir vor wie ein zahnloser Tiger, der in einem Käfig eingesperrt ist. Wie ein zahnloser Tiger? Der Kira sagte, Hyuga hat keine Zähne, wie ein Tiger ohne Zähne. Das schockte Hyuga, Kira gab ihn ordentlich Watschen, Sapalot. Ja. Aber Trainer! Was ich damit sagen will ist, seit du auf die Tohu-Schule gehst, bist du total verweichlicht, begreif doch! Heute hattest du sogar Mitleid mit Mizugi. Hab ich recht? Du hast dir von ihm den Ball abnehmen lassen. Dadurch konnte die Musashi-Mannschaft zum Gegenangriff übergehen. Das war ein großer Fehler. Und eines sag ich dir, mein Freund. Du allein bist der Schuldige. Bist du deppert? Hyuga war unter Schock. Kira zeigte Emi so einem Finger auf Hyuga, was bisher in Tsubasa noch nie gemacht wurde. Deswegen meine Frage an euch, ist diese Geschichte echt wahr? Aber es geht weiter. Ich kann mich nicht daran erinnern, dir eine so lasche Spielweise beigebracht zu haben. Auf dem Platz darf es kein Mitleid mit dem Gegner geben. Da gibt es nur eins und das ist hart sein. Früher wärst du aufs Tor losgestürmt, ganz egal ob Mizugi einen Herzanfall hat oder nicht. Hyuga ist in eine fette Identitätskrise, hoben Dämonen ihre Finger da im Spöll oder Geister. In Maria Saal gibt's übrigens auch Geister. Aber anderes Thema, kennt ihr die Geschichte, wie ich mich mit dem Predator im Jurboot gestritten hab? Ich weiß nicht. Ich muss an Tsubasa Ozora denken. Er verbessert laufend seine Technik. Deshalb wird er dir eines Tages haushoch überlegen sein. Denn Tsubasa hat einen Traum, ein fantastisches Ziel. Kann das echt so passiert sein? Die Geschichte kriegt ihren mysteriösen Verlauf. Als Hyuga seine Taschen packte und zum Strand ging, um an seiner Härte zu arbeiten, des DE Wohnsinn. Aber ein zahnloser Tiger wie du wird auch noch sein letztes bisschen Kampfgeist verlieren. Hyuga ging nach Okinuma am Strand, um einen fetten Schuss zu erfinden, das Wellen im Wasser durchbohren kann. Ist er irre gewesen oder von einem Dämon besessen gewesen? Kann das sein? Vor allem, dass ein Erziehungsberechtigter wie Kira das zuließ bei so einem Schmarrnwetter? Mit Hilfe von seinem erbitterten Erzfeind Apollo aus dem ersten Teil und auch dem zweiten Teil konnte er trainieren und mit dem erlernten Tigerschuss Klebeling und Tsubasa endlich besiegen und die Meisterschaft gewinnen. Glaub, so war das. Wenn das Merzen mir nicht die letzten Gehirnzellen kaputt gemacht haben. Tornados sind eine höchst seltene Erscheinung. Waren seine unglaublichen Vorhersagen doch eingetroffen? Oder hatte er das Schicksal nur einmal zu viel herausgefordert? Und wie zuverlässig waren wohl die Augenzeugenberichte? Wurde der Unfall wirklich durch einen Tornado herbeigeführt? Oder hatte er nur die Kontrolle verloren und sich deswegen sein Wagen überschlagen? Oder hat die Familie des Mannes, der starb, als er das Haus wetterfest machen wollte, etwas damit zu tun? Was denken Sie, haben wir vielleicht in der Geschichte sonniges Gemüt bewiesen? Oder sehen Sie, dass dunkle Wolken der Lüge über uns aufziehen?